Es gibt Künstler, die verpacken Häuser und Bäume. Wiederum andere stellen einen Leitwagen in die Ecke. Dann gibt es solche, die alten Schrott mit Hilfe der Technik wieder in Bewegung setzen. Und dann gibt es den Konzeptkünstler Florian Mehnert, der uns Big Data in unserem täglichen Leben auf seine Art und Weise von Kunst vor die Augen hält. Dazu sammelt er in Weil am Rhein erstmal Mitstreiter. Es war das erste Treffen im Stapflehus mit dem Künstler Florian Mehnert und seinem Mitstreiter Friedrich Resin, die sich für einen Informationsabend mit den teilnehmenden Geschäftsleuten von Weil am Rhein zur Verfügung stellten. Dabei stellt er den Fortschritt mit Hilfe von Animationen diese Kunstinstallation quer durch die Innenstadt vor. Es geht hier um die Orientierung und das gegenseitige Kennenlernen. Anschließend wurde auch noch rege diskutiert, was auch der Sinn und Zweck der Sache war. Auch die hiesige Presse zeigte bereits erstes Interesse. Mich interessiert jetzt nach all den Anmeldungen, was ist Ihre Motivation, um an diesem Projekt Freiheit 2.0 teilzunehmen? Für mich ist es wichtig, auf die Sensibilisierung der Datenerfassungen hinzuweisen. Der Kunstverein hat uns dazu eingeladen, daran teilzunehmen. Das fanden wir jetzt erstmal eine gute Idee. Ich habe mich dann ein bisschen näher informiert, was damit verbunden ist. Die Idee von Herrn Mehnert hat mich sehr begeistert. Und zwar deswegen, weil er sich mit einem Thema auseinandersetzt, das noch wenig im Bewusstsein der Bevölkerung ist. Unsere ganze Gesellschaft wird immer mehr vernetzt. Und dabei kommen nicht nur persönliche Daten wie Geburtsdaten oder dergleichen zum Vorschein, sondern Bewegungsverhalten von Menschen. Und das will er abbilden und das hat mich hochspannend interessiert. Für mich ist es reine Neugier, was da passiert. Und das war einfach schade. Also die Motivation ist einfach dieses spannende Projekt. Ich finde das hochinteressant und sehr spannend. Ich bin grundsätzlich Kunst interessiert und gerade auch solche Kunst wie das, was da stattfindet, finde ich gut und deswegen will ich das unterstützen. Die Motivation ist eigentlich, liegt darin, dass man aufmerksam macht auf das Thema, dass sich die Leute Gedanken darüber machen, über das Thema. Weil ich glaube, das ist nicht so richtig in der Gedankenwelt von den Leuten drin. Und ich denke mir, das ist wichtig, dass man das mal anspricht. Also als wir in der Zeitung gelesen haben, dass sich jemand mit diesem Thema Big Data auch in der Kunst auseinandersetzen möchte, hat uns das sehr neugierig gemacht. Und wie glauben Sie, wird die Reaktion der Außenwelt auf Ihre Teilnahme sein? Das wiederum kann ich nicht einschätzen. Ich bin gespannt auf die Gespräche mit den Gästen und wie sich das Ganze entwickelt. Bin ich gespannt. Viele Menschen werden, glaube ich, überrascht sein, sich mit der Tatsache zu konfrontieren, wie mit den Daten der Menschen umgegangen wird. Ich denke, da werden manche Leute erschrecken, manche Leute wird es total egal sein. Das ist jetzt schwierig einzusetzen. Ich hoffe, dass die Weiler Bevölkerung sich mit diesem Thema auseinandersetzt und dass darüber hinaus auch in der Region das Thema verankert wird. Ich denke, es wird Verwunderung geben, weil so die Installationen außen am Geschäft sicherlich beim einen oder anderen einfach, was ist jetzt da los? Das ist natürlich spannend. Ich kann mir es nicht richtig vorstellen, aber ich denke mir, wir werden auch zu einem Informationsportal werden, weil die Kunden sind natürlich neugierig. Worin besteht denn Ihre persönliche Freiheit? Meine persönliche Freiheit besteht darin, dass ich immer noch die Möglichkeit habe, bei der Kommunikation im Internet gewisse Sachen einfach abzuschalten. Meine persönliche Freiheit besteht darin, oft Sachen zu machen, die ich einfach jetzt machen will. Meine Freiheit empfinde ich dann als tangiert, wenn ich nicht mehr anonym etwas unternehmen kann. Sagen zu können, was man möchte, ohne dass es dann überall breitgetreten wird. Indem ich mir bewusst werde oder versuche bewusst zu werden, wo ich überall in den
Bereich komme, dass mit meinen Daten irgendwie etwas gemacht wird. Persönliche Freiheit ist für mich eigentlich Familie. Meine Freiheit besteht in kleinen Dingen, wo ich einfach aus den Zwängen meines Alltags mal ausbrechen kann. Dass wir ganz, ganz sensibel mit den Daten umgehen und dass wir nicht überall für jeden erkennbar und ersichtlich sind. Zum Abschluss interessiert mich, wie sich diese Personen persönlich auf das Datensammeln eben dieser Big Data Industrie bedroht fühlen. Man wird zum gläsernen Menschen und hat gar keine Möglichkeit mehr zur Datenfreiheit, sage ich einmal. Eigentlich schon, gerade wenn man unsere deutsche Geschichte sich anguckt. Es werden Daten gesammelt, die einfach niemandem was angehen. Nicht wirklich. Wenn dem Ganzen nicht Grenzen gesetzt werden, dann beginnt die Bedrohung der persönlichen Freiheit. Bedroht jetzt vielleicht nicht. Bedroht wäre vielleicht jetzt ein starkes Wort, aber vielleicht eingeschränkt. Bedroht dann, wenn ich damit leichtfertig umgehen würde. Aber ich versuche, mir dessen bewusst zu sein. Meine persönliche finde ich nicht allzu bedroht, weil ich sehr vorsichtig mit meinen Daten umgang. Ja, natürlich. Florian Mehnert gibt den Bürgern von Weil am Rhein die Möglichkeit, durch einen einstündigen Vortrag sich Gedanken zu Big Data zu machen. Gedankenanstöße über die Freiheit, die wir bereits wieder verloren haben, ob wir wollen oder nicht. Schon das Einschalten eines Handys oder Computer verrät über den Standort und die Eigenschaften des Benutzers. Das Gleiche gilt für unser Auto und dessen Standort, ganz zu schweigen über das tägliche Verhalten.